So, dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen anders. Galix-Aufgabe. Venemosa Tentacula. Eine Allraune, okay. Übe in der Nähe der Zinn das Fliegen. Wirke die Pulse auf einen levitierten Gegner. Was ist denn ein levitierter Gegner? Das verstehe ich zwar jetzt nicht so ganz, aber was gucken, Raum der Wünsche. Den Durustrank. Unsichtbarkeit. Die Bewirkung des Unsichtbarkeitstranks hält länger an. Für jeden wird ein zweiter Kalko kostenlos erzeugt und freigegeben. Maxima-Trank. Ich jetzt theoretisch nicht. Dachte eher so wie. Na komm, ist egal. So, das ist doch schon mal gut. Die Frage ist jetzt, was mache ich damit? Ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht wirklich. So, bam, 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 bam. Rebellion. Button los. Hm? Kann ich mit dir sprechen? Schade. Das nächste Mal schreibe ich meine Zaubertrankideen lieber direkt auf. Ja, ist besser. Ich muss nach Hogsmeade reisen. Sinora dürfte im drei Besen zu finden sein. Ich habe keine Ahnung, aber ja, machen wir es doch. Machen wir es da einfach mal. Komm, ist egal. Ich finde es schade, dass man mit extrem vielen Aufgaben ständig zugeballert wird. Weil ich weiß jetzt nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallöchen. Wer ist denn das? Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willatzi. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Uah. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Das machen wir doch gern. Wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Ah, oh, die ist doch voll lieb. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Träumen. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Hallo, Miss Rice. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie gefunden haben.
Finde ich auch. Die Stimme passt nicht zu der. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Ich komme darauf nicht klar. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Lodgok. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, Zweckgemeinschaft. Sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Ja, Emanzipation, ne? Kriegen beide zeitgleich aufs Fressbrett. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Die ist super, die ist lieb. So, warte mal, ich habe da noch irgendwo Ausrüstung, Inventar. Ach ja, war falsch. Entschuldigung. So, Inventar, Sammlung, ne? Nee, Herausforderung. So, nehme ich den Kram mal mit. Schließe 6 Aufgaben ab, okay? Gut verstanden. Was zum Geier? So, und Handbuchseiten. So, mir ist es ja eigentlich relativ egal. Aufträge. So. Was kriege ich denn hier? Zauberanweisung für Beschwörung. Sprich mit Imelda Reyes. Ja, das ist das Hin und Her. Das muss ich auch nochmal gucken. Folgen wir jetzt erstmal den Schmetterling. Das gemacht habe, wenn ich mich ausweichend gedrückt halte, dann kann ich mich nämlich verstehe. Ich muss auf jeden Fall die Augen offen halten.
Wir müssen nämlich noch Sachen sammeln. So. Dann wollen wir in den verbotenen Wald. Jetzt was schneller ist. Ne? Rennen, fliegen sowieso. So, nördlich von Hogwarts. Ich muss den Schmetterlingen folgen. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Miss Müller, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. So. Finde heraus, wohin die Schmetterlinge fliegen. Ab hier. Entfernen. Ins Zentrum. Bewegung. Na, den Straßenköder jetzt fertig. So, jetzt muss ich nur gucken. Jetzt hat mich dieser Kampf leicht von den Schmetterlingen. Rivelio. Was war das jetzt? Dieses Blüm. Wo sind die Schmetterlinge? Autsch. Kann ich auch nach oben ausweichen? Wo sind die Schmetterlinge hin? Hier, hinten. Aha. Sieh sich das einer an. Interessant. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Also vielleicht schon, aber... Kann ich hier fliegen? Ja, kann ich. Ernsthaft. Ist aber sehr stark. Na komm, ist egal. Du. Nee. Steuerung ist fragwürdig, nicht gewöhnungsbedürftig, aber sie funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Steuerung von dem vom Besenfliegen schlecht ist. Aber den rechten Stick vom Controller als Höhensteuerungselement zu, also links benutze ich für die Richtung und rechts halt für die Höhen, Tiefen und so ein Kram. Also für die Kamerasicht, die mich dann auch mitzieht. Weird. Rebellion. Ich habe mich noch gar nicht richtig umgeguckt, ne? Sollte ich vielleicht mal nach... Ja, hab ich. Aber die Stimme von dir ist knuffig. Oh, warum musst du so langsam laufen? Lagere Schuluniform mit Schottenmuster. Okay, das klingt gar nicht schlecht. Ja, Kopfhörer, was ist denn jetzt schon wieder los? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Funkkopfhörer echt für den Arsch sind. Aber ja, sind sie. Die Leute reden immer noch davon. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja, hab ich. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh,
schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Knuffig. Knuffig, die Kleine. Doch. Auf jeden Fall. So. Das lief doch schon mal ganz gut. Habe ich noch irgendwelche Aufträge? Sprich mit Imelda Reyes. Ja. Professor Ona ist Aufgabe. Ich probier's einfach mal. Depulso. Auf einen levierten Gegner. Ich habe keine Ahnung, was ein levierter Gegner ist. So, jetzt muss ich einfach nur theoretisch in diesen komischen, verbotenen Wald irgendwo hin. Und dort müsste ich doch eigentlich dann ohne Probleme auf irgendwas stoßen. Genug Damage bietet, oder? Komm, trinken! Depulso! Ach hier! Incendium! Komm, trinken! Depulso! Au! Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ach hier! Ja, ne? Incendio. So, erstmal spinnen hier alle. Incendio. Verbrennen. Was hat er jetzt alles gebrannt? Ist jetzt alles kaputt gegangen? Spinnennest? Aber es war kein levierter... Es war kein levierter Gegner. Ich habe keine Ahnung. Ja, muss ich nochmal gucken. Muss vielleicht mal Zeit, mein Wortschatz zu erweitern. Eieiei. Gut. Dann ist die Aufgabe nix für mich erstmal. Übe in der Nähe der Zinn das Fliegen. Depulso, benötigte Stufe und Depulso. Suche Lodgok im Wirtshaus Eberkopf. Och, das machen wir doch. Komm, machen wir hier gleich weiter. Ich habe nur die Befürchtung, dadurch, dass man jetzt halt mit dem Besen halt super fliegen kann, dass es eher dazu einlädt, den ganzen Kram hier rauszuhauen. Dass man nicht mehr zu Fuß unterwegs ist und einfach schnell
ja, mit dem Besen halt eher hin und her fliegt. Was ich ein bisschen schade finde. Ich glaube, habe ich ziemlich häufig bei vielen Spielen gemacht. Außer beim ersten Mal Witcher. Muss ich gestehen. Er ist Metallhändler. Das bedeutet, er müsste hier irgendwo sein. Da ist er. Sie kommen mir bekannt vor. Hallo. Hallo, Lord Gok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut... Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Okay. Aber nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Tschüss.